Ja, hey Leute, heute geht es wieder um ein Amiibo-Unboxing und diesmal um eins, was nicht aus der Super Smash Bros. Collection ist, sondern von dem Spiel Splatoon. Da haben wir hier diesmal den Inkling Jungen, ja, den ich auch im Spiel spiele. Also ich spiele auch einen Jungen im Spiel, keinen weiblichen Charakter und habe jetzt hier diese Amiibo zum Auspacken, um in dem Spiel Challenges freizuschalten, indem man, glaube ich, auch irgendwas dann freispielt. Das weiß ich gar nicht so genau, aber ja, das werden wir dann herausfinden. Und hier hinten steht auch drauf, dass das Ganze bei Splatoon spielbar ist, um Herausforderungen freizuschalten und exklusive Ausrüstung dafür zu bekommen. Ja, coole Sache. Und bei Smash Bros. Ist er dann wohl nicht einsetzbar. Aber das kann ich ja sogar mal testen. Wer weiß. Ja, packen wir ihn aus und schauen ihn uns mal an, weil auch hier zum Beispiel die Platte, auf der er steht, ein bisschen anders ist. Aber das seht ihr gleich, was ich meine. So, einmal raus und die Anleitung, die auch diesmal ein bisschen anders ist, also die ist von der Form her anders bei denen als bei den Smash Bros. Die von Smash Bros. Sind ja mehr so länglich und die hier war jetzt ein bisschen höher. So, einmal den Müll an die Seite und die Amiibo irgendwie hier raus befreit. So, ja, dann zoomen wir einmal für euch ran und stellen das Ganze schön scharf. Ja, hier haben wir dann den Inkling Jung mit einer Wasserspritzpistole in der Hand, wo er natürlich seine Tinte verschießt. Und hinten sieht man auch, sein Tintenbehälter ist noch etwas voll, aber bald muss er auch schon wieder neue Tinte holen. Wie gesagt, die Plattform hat hier nicht dieses Smash Bros. Logo, sondern ist hier so mit blauer Farbe betröpfelt, was auch ziemlich cool aussieht und die ist auch so spürbar. Also das ist nicht nur ja, aufgemalt, sage ich mal, sondern hier ist auch wirklich irgendwas. Ja, sonst sieht es unten eigentlich so aus wie die anderen so auch ähnlich. Und ja, dann steht hier halt der Junge in einem ziemlich coolen Design und auch von der Qualität her muss ich sagen, gefallen mir die von Splatoon auch richtig gut. Also ja, sieht echt richtig, richtig schick aus. Ja, wie findet ihr Splatoon eigentlich? Also ich finde es richtig cool. Ich bin gespannt, was ich jetzt damit dann für Herausforderungen freispiele und werde mir das Ganze dann mal ansehen. Und wir machen es jetzt gut. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Das war euer Bannermeister. Also, bis dann.